Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic 10 Legacy. Ich bin zum ersten Mal froh, dass meine Webcam nicht so wirklich gute Quali hat, denn ich bin schon ziemlich, überall Haare und aber so ist das manchmal, man ist krank, man hat Urlaub und ich finde, ein Mann muss auch mal das Recht haben dürfen zu verwildern, oder findet ihr nicht? Gott sei Dank ist das bei mir nicht ganz so schlimm, aber naja. Schmiede der Elemente Stufe 1 betreten wir jetzt. Wir haben ja im letzten Video schon drüber geredet. Wir haben eine dieser Scheiben gefunden, und zwar die Scheibe des Erdelements. Jetzt fehlen natürlich noch eigentlich 5 weitere Scheiben, beziehungsweise möglicherweise sogar 6. Und mal sehen, ob wir die in der ersten Stufe der Schmiede der Elemente überhaupt finden. Es ist hier irgendwie sehr dunkel, kann das sein. Ich glaube, ich werde Tinara mal anschicken, ihre schöne Lichtkugel rauszuholen. Da haben wir sie. Das sieht aus wie eine private Bibliothek, eine kleine Kammer. Hier schön mit Kerzenlicht. Nein, also wisst ihr, warum ich das mache? Ich will mich schon mal anpassen, denn ich wollte jüngst in dem benachbarten Wald 50 Meter von unserem Haus entfernt ziehen. Als Waldwaldes, als Waldschrat. Oh mein Gott, ein Elite-Schleicher. Das ist gar nicht gut. Der kann bestimmt nicht ganz schwach sein. Es geht. Na toll. Jetzt ist meine Waffe abgenutzt. Das ist ja super. Autsch. Yeah. Mir ist übrigens aufgefallen, dass es gar nicht so viel ausmacht, wenn eine Waffe abgenutzt ist tatsächlich. Also irgendwie wird ja der Schaden um 2 gesenkt oder so. Also das sind vielleicht 10% oder so. Wirklich nicht viel. Habe ich gerade noch eine Scherbe der Erde gefunden? I'm stay down. Ganz toll. Oh, kann ich diese Leiter hochklettern? Warum nicht? Ich wette, da oben bewahren die ihre Schmuddelheftchen auf. Okay. Keine Ahnung, was diese Erdscherbe mal bringen soll. Rockner ist auch noch geschwächt. Also er ist geschwächt und seine Waffe ist abgenutzt. Das ist natürlich ganz toll. Jetzt kann ich sogar die nehmen und die ist besser. Oh oh. Oh oh, der sieht verdammt stark aus. Ich weiß nicht, ob ich mich da reintrauen soll. Mir gehen irgendwie die Mana-Tränke aus, habe ich das Gefühl. Mysteriöser Elf. Dann seid ihr also morgens Hunde? Ihr seid stärker, als ihr ausseht. Vielleicht habe ich euch unterschätzt. Wer seid ihr? Wer ich bin? Typisch. Als würde die Identität eine Rolle spielen. Was eine Rolle spielt, meine Freunde, ist die Frage, wofür wir stehen. Schmerzen, Liebe, Vergeltung, Hoffnung. Das sind die Dinge, die ich bin. Glaubt ihr, mich interessieren euren Namen? Mich interessiert nur, was in euch steckt. Aber ich sehe nur Gier und Eitelkeit. Schickt euch König Varniel. Varniel? Ja, das könnte man sagen. Ja, König Varniel. Sein Wille und seine Handlung haben die Ereignisse in Gang gesetzt, die dazu geführt haben, dass ich heute hier bin. Meine Anwesenheit hier ist nicht länger erforderlich. Das war unterhaltsam. Ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung, Schatzjäger. Wer war das denn? Wer war das? Ich will es wissen. Und er hat mir keine sinnvollen Antworten gegeben. Ich meine, er hat es sehr... Nee, er hat es sehr durch die Blume eigentlich formuliert. Er hat gesagt, man könnte sagen, dass der Wille von König Varniel dazu geführt haben, dass er hier ist. Aber das heißt doch nicht wirklich, dass König Varniel ihn geschickt hat, oder? Ich meine, da hat er ja nicht direkt drauf reagiert. Oh Gott. Brennende Entschlossenheit. Mit, holy fucking moly.
Es ist klug zu warten. Es ist klüger zu warten. Ich benutze schon mal die Regeneration, oder? Nee, noch nicht. In der nächsten Runde. Ich merke schon, dass das wehtut, aber es geht gerade nicht anders. Wieso haben die denn Schaden genommen? Ach, Funkenflug schädigt auch die wir gar nicht angucken, aber um uns sind. Wie cool ist das denn? Der Zauber gefällt mir immer besser. Abgewehrt. Fucking Bitches! What the... Okay, heilen. Rocknar fühlt sich gerade dezent am Schwanz getickelt. Oh Gott, ekelhaft. Tinara, was machst du nur? Dein Heilzauber soll heilen und nicht aufgeheilen. Okay, greifen wir an. Warum... Warum treffen die alle nicht? Geht doch. Geht doch. Warum funktioniert das denn auf einmal? Warum hat das Leben nicht funktioniert? Ich hasse sowas. Echt. Jetzt seid ihr dran. Die treffen mir zu selten. Also ich muss definitiv noch ein bisschen auf Wahrnehmung skillen. Can't be! Also die treffen echt nicht oft. Noruel ist bewusstlos, Burim ist bewusstlos. Danke für nichts, danke für nichts. Oh mein Gott, ich will die Onkels doch nicht zitieren, die ja jetzt ein Comeback gefeiert haben. Ich finde die Onkels kacke. Ich war tatsächlich mal auf einem Konzert von denen. Da hat mich mein Vater mit hingeschleppt. Weil er ein großer Fan von denen war. Aber wenn man sich alleine die Eskapaden des Sängers anschaut, dann vergeht einem wirklich die Freude. Sowas möchte ich definitiv nicht unterstützen. Hey, Scherbe der Erde! Wir könnten da, glaube ich, durchkommen. Tatsächlich. Oh mein Gott, da ist ein Erdelementar, oder? This one is mine. Ja, da ist ein Erdelementar. Was macht da denn Schaden? Wasser? Ich möchte gerne über die Fähigkeiten Bescheid wissen. Regeneriert am Ende jeder Runde 2% der maximalen Lebenskraft. Der Rüstungswert wird um 8 gesteigert. Okay. Der scheint eine starke Abwehr zu haben. Wie viel Schaden macht denn die leuchtende Waffe gegen ihn? Gut. Gut Schaden. Okay. 30 Erfahrungen und anders als die anderen Elementare, denen wir bisher begegnet sind, scheint das auch ein machbarer Gegner zu sein. Ist da hinten ein Schwein? Schinken! Schnauze Moore. Ihr lernt es auch nie. Interagieren, was ist das denn? Krallkor. Wer wagt es, den Zorn Krallkors herauszufordern? Des Fürsten der Erde. Ich zerquetsche euch, ihr erbärmlichen Insekten. Gut, dann kämpfen wir halt. Sag nicht, das ist ein Boss. Ich will nicht gegen den Boss kämpfen. Nicht jetzt.
Holy shit, das ist ein Boss. Aber so viel Leben hat er nicht. Nein, ich denke, das ist ganz gut machbar. Und so einen großen Fettklops kann man ja wohl kaum verfehlen. Also da werden wir keine Probleme haben. Ha! Holy shit! Der macht ja Gruppenangriffe. AOE Damage ohne Ende. Fuck. Das wird zu einem Problem. Wir müssen Noel heilen. Aufwecken müssen wir sie eigentlich auch. Tja, sie wird gleich wahrscheinlich sterben. Noel ist gelähmt. Ganz klasse! Was kann man denn dagegen machen? Ich kann sie nicht mal mehr anwählen. Cheating, fuck. Heiltrank. Und für dich einen Mana-Trank bitte, und zwar einen großen. Kann ich denn überhaupt nichts machen? Kann nur mit Wasser oder Primärmagie aufgehoben werden, solange ist sie handlungsunfähig. Was heißt hier Wassermagie? Ich habe diesen Zauber nicht. Okay. Okay, das ist äußerst schlecht. Ja. Abbrechen und laden. Das habe ich so nicht kommen sehen. Ich dachte, eine normale Interaktion, da kann doch kein Boss kommen, aber offensichtlich doch. Jetzt müssen wir natürlich den wieder platt machen. Was ja aber keine großartige Schwierigkeit sein sollte. So. F5. Nun gucken wir mal, was wir sonst noch hier haben. Was ist zum Beispiel hier? Pilze! Sie wollen mich ja keine Pilze rauchen lassen. Ich brauche also noch einen Schlüssel dafür. Wo führt denn das genau hin? Ist natürlich nicht zu sehen. Hier oben waren wir auch noch nicht. Will ich nochmal gegen den kämpfen? Irgendwie will ich nicht nochmal gegen den kämpfen. Der war ziemlich garstig. Boah. Angestrahlt von violettem Licht, ey. Restauriert den Sylaner, Alter. Das wollten wir ja eigentlich. Vielleicht ist das... Vielleicht ist diese Schmiede der Elemente ja der Ort, wo wir die Segen hier kriegen. Und vielleicht kriegen wir dann Sylanas Segen. Das ist sehr wahrscheinlich sogar. Mein Gott, ich bin ganz alleine auf ein Geheimnis gekommen. Und das, obwohl mir der Schädel bis sonst wohin brummt. Dann kann ich ja nicht in meinen Wald ziehen. Hä? Hä? Ja, nee, ist klar. Tut mir leid, aber das finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Yes,
I feel strong. Elite-Meuchler. Verfehlt. Abgewehrt. Widerstanden. Elite-Schleicher, oh mein Gott. Die Rüstung von Thynara ist abgenutzt, das auch noch. Fucking hell, man. Fucking hell. Ach, Rockner ist bewusstlos, okay. Wir brauchen definitiv den Heilzauber. Noruel, Wiederherstellungstrank, danke. Thynara braucht einen Mana-Trank. Okay, die Runde endet jetzt also immer mit Rockna, das müssen wir uns merken. Wieder kommt noch einer. Aber gut, das sind mittlerweile nur noch normale Schleiche. Plattenrüstung, Wiederherstellungstrank, den haben wir wiederbekommen. Wo kam die jetzt genau her? Hat sich hier diese Tür gerade... Ist die gerade erschienen? Ich bin mir noch nicht sicher, was genau ich damit öffnen werde. Die ist natürlich auch voll im Arsch jetzt, ne? Ja, wir nehmen einfach die Leinenrobe. Widerstand gegen alle Magieschulen, das kannst du mal nehmen. Und ansonsten... Ist das vielleicht was für dich? Tatsächlich. Um einiges besser. Hm. Nee, das gebe ich ihm lieber nicht. Da sinkt mir der Angriffswert zu viel. Wir wissen ja, was dann passiert. Niemand trifft auch nur irgendwas. Was haben wir hier? Ein weiteres Studierzimmer? Wer hat diesen Stuhl umgeschmissen? Oh mein Gott. Da-da-dum. Die Schätze der Shantiri. Das einzige, was ich hier bekomme. Der will noch irgendwas. Irgendwas will der noch. Aber was? Irgendwo soll ich hier noch eine Plattform treten. Ich weiß es ganz genau. Aber wo? Hier ist doch keine mehr. Hier ist auch keine. Tja. Ja. Vielleicht sind diese Elfen auch nur hier gewesen, um den Silana-Schrein entweder zu korrumpieren oder... Entweder sie haben ihn wirklich korrumpiert oder sie wollten ihn befreien. Aber wenn sie ihn befreien wollten, sie hatten doch die Scherbe. Sie hätten es doch machen können ohne Probleme. So, ich würde sagen, wir probieren das Ganze nochmal. Ich glaube, die himmlische Rüstung ist sehr wertvoll hier.
Das macht dann am meisten Schaden. Und das macht nicht schlecht Schaden. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ich könnte nur versuchen, Schaden mit denen rein zu machen und sie macht immer nur die himmlische Rüstung. Das mache ich auch. Vielleicht klappt das ja. Borim ist gelähmt. Ganz großes Kino.